werde sehr häufig gefragt, wie es sich genau verhält mit Genesenen. Müssen Genesene sich impfen lassen? Wenn ja, einmal oder zweimal. Wo bekommen Genese ein solches notwendiges Zertifikat her? Alle Fragen und Antworten um die Genesenen im Rahmen des Coronavirus beantworte ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherschutzkanzlei Mingers Rechtsanwälte. Lass ein Abo da, wenn dir das Video gefällt und schau dir das Video auch bis zum Ende an. Eine der häufigsten Fragen im Rahmen der Corona-Krise dreht sich derzeit um die Genesenen. Wann gilt jemand eigentlich als genesen? Und da gibt es tatsächlich auch eine juristische Definition. Es gibt eine Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19. Meine Güte. Und danach gilt eine Person entsprechend als genesen, wenn ein direkter Erregernachweis durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis erfolgt ist. Nun seid ihr schlauer. Warum werden Genese eigentlich genauso behandelt wie Geimpfte? Das ist so die Eingangsfrage hier. Es gibt Studien und danach ist das Risiko, dass Geimpfte und Genesene bis 6 Monate nach durchgemachter Infektion das Coronavirus eben weitaus weniger übertragen können als bei tagesaktuell negativ Getesteten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit einer Infektion ist bei Genesenen ungefähr nach den Studien gleich groß wie bei den Geimpften. Und bei den Getesteten ist das Risiko etwas größer. Deswegen spricht man von 3G, das sind also Geimpfte, Genesene und Getestete. Und 2G, quasi die strengere Variante, wäre nur Geimpfte und Genesene. Und das gilt eben auch nur, wenn die Genesenen asymptomatisch sind, also keine Krankheitssymptome vorweisen. Genauso allerdings wie bei den Geimpften verbleibt ein geringes Restrisiko. Deswegen dürften auch die Regelungen mit etwas geringerem Grundrechtseingriff wie Maske, Abstand und so weiter verhältnismäßig sein. Alle anderen Regelungen, also wenn man jetzt Genesene auch grundsätzlich den Zugang verweigern würde und nur noch Geimpfte zulassen würde, wäre das meines Erachtens ganz klar verfassungswidrig. Welche Nachweise braucht man, um sich als Genesener identifizieren zu können? Auch da gibt es mal wieder eine Verordnung, da gibt es die § 2 Nummer 5 der Schutzmaßnahmen Ausnahmeverordnung. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Wenn die Infektion jetzt länger als 6 Monate her ist, dann brauche ich einen positiven PCR-Test und gleichzeitig die Dokumentation einer Impfung nach 6 Monaten. Also wenn die 6 Monate abgelaufen sind, dann muss ich mich als Genesener einmal impfen lassen. Für den digitalen Impfpass brauchen Genesene 3 Dokumente. Personalausweis mit Foto, Nachweis eines positiven PCR-Tests und den Nachweis über die einmalige Impfung. Wenn die Infektion innerhalb der letzten 6 Monate erfolgte, dann brauchen die Genesenen einen positiven PCR-Test mit Datum und Vorlage eines negativen Tests nach der Entisolierung oder eben einen Bescheid des Gesundheitsamtes zur Anordnung der Isolation und negativer Test nach der Entisolierung. Die Durchführung eines Antikörpertests, und das ist auch eine häufige Frage, reicht hierbei nicht aus, um als genesene Person zu gelten. Wenn ein PCR-Test nicht mehr vorliegen sollte, kann eine erneute Ausstellung jedoch dabei erfolgen. Das Genesenenzertifikat kann zum Beispiel der Hausarzt ausstellen und kann man dann in die zum Beispiel Corona-Warn-App einscannen lassen. Häufig auch die Frage, müssen Genesene sich einmal oder zweimal impfen lassen? Nach bisherigen Kenntnisstand, und das ist bislang auch noch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, müssen Genesene sich einmal impfen lassen. Eine weitere häufige Frage ist, kann man den Genesenenausweis auch verlängern, wenn noch genügend Antikörper vorhanden sind? Bisher nein. Es gibt zwar keine wirkliche Rechtsprechung dazu. Es gab einen Antrag, eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht, die hat die aber
Das Verfassungsgericht hat diese Verfassungsbeschwerde als unzulässig verworfen und erstmal auf den normalen Rechtsweg verwiesen. Also es gibt da keinerlei rechtliche Lage zu. Es gibt aber wohl bisher auch medizinisch, virologisch keine klare Erkenntnislage, wie hoch genau die Antikörperkonzentration sein muss. Und auch die Qualität der Tests auf dem Markt scheinen derzeit nicht ausreichend zu sein. Und da geht man dann wohl eher den vorsichtigeren Weg und sagt, nein, ich kann den Genesenausweis nicht verlängern, wenn noch genügend Antikörper vorhanden sind, ohne Impfung. Also das ist derzeit nicht möglich. Ich hoffe, ich konnte den Genesenen, mittlerweile ca. 4 Millionen in Deutschland, ein bisschen Klarheit in dieses Regulariendickicht bringen. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.